Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute wollte ich kurz mit euch auf eine Glaubenslehre eingehen, die den absoluten Irrglauben darstellt und mit dem Islam nichts zu tun hat. Okay? Und das ist der Glaube, alles sei Gott und Gott wäre überall. Okay? Und das Problem ist, dass sich dieser Schwachsinn sehr, sehr weit verbreitet hat und manche Muslime dann sogar verwirrt sind, wenn sie so einen Schwachsinn hören. Erstmal, wenn alles Gott wäre, ja, was wäre dann falsch am Götzendienst? Was wäre dann, was haben die Mekkaner dann falsch gemacht, wenn sie Hubbel angebetet haben, Al-Uzza angebetet haben? Allah angebetet haben. Was haben sie falsch gemacht? Die Hinder sagen, das ist Gott. Das ist alles Gott. Ja? Wenn man sagt, Gott ist überall, Auzubillah, das heißt, er ist überall bei dir, in der Blase, im Enddarm, Auzubillah, das ist absoluter Kufr. Der islamische Glaube ist, dass Gott eine von der Schöpfung, ein Wesen, klar getrennt von der Schöpfung ist. Klar getrennt von der Schöpfung. Jetzt könnte man sagen, ja, aber klar getrennt, bla bla, aber hat er dann Grenzen? Allah ist über unsere Vorstellungskraft. So, wir müssen nicht irgendwie denken, ah, so, so. Wenn wir diesen Gedanken schon machen, dann machen wir Gott der Schöpfung gleich. Dann machen wir Allah der Schöpfung gleich. Wir haben die Schöpfung und wir haben den Schöpfer und beide haben miteinander nichts zu tun im Sinne von, die sind klar voneinander getrennt. Allah ist Allah und die Schöpfung ist die Schöpfung. Okay? So, aber woher kommt dieser Schwachsinn eigentlich oder wie kommt man überhaupt auf diesen Blödsinn? Man kommt auf diesen Blödsinn, weil man sich nicht vorstellen kann, wie Allah etwas aus dem Nichts erschaffen kann. Denn wenn wir etwas herstellen wollen, brauchen wir entweder einen Rohstoff oder wir müssen das, was wir herstellen, aus uns selber herausnehmen. Ja? Das heißt, die Substanz kommt aus uns heraus. Das ist wie eine Materie oder ein Lebewesen hervorkommt. Das Baby kommt aus dem Bauch raus. Bestimmte Dinge kommen aus unserem Körper raus. So, wenn wir etwas erschaffen wollen, herstellen wollen, brauchen wir den Rohstoff Holz, um den Tisch zu bauen. So. Und deswegen, da die Leute sich nicht vorstellen konnten, wie Gott erschaffen hat aus dem Nichts, denn er kann aus dem Nichts erschaffen oder er kann den Rohstoff erschaffen und aus dem Rohstoff dann das Lebewesen erschaffen. Zum Beispiel der Mensch aus Erde und Wasser wurde zu Lehm, Schlamm und so weiter bis zum Menschen. So sieht die Sache aus. Und das ist das, was man verstehen muss. Und dieser Glaube ist ein absoluter Irrglaube. Und jeder, der diesen Schwachsinn erzählt, hat mit dem Islam absolut nichts zu tun. Und deswegen verbreitet dieses Video, damit sich so ein Blödsinn nicht unter den Muslimen verbreitet. Allah ist Allah und die Schöpfung ist die Schöpfung. Und Allah ist über unserer Vorstellungskraft. Laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich und ist der Allhörende, der Allsehende. Okay, meine lieben Geschwister, das nur ganz kurz dazu. Ja. Ja, wenn die sagen, dass Gott überall ist, dann ist Gott, a'udhu billah, auch in jeder Najasa drin. A'udhu billah. Und dann, wie gesagt, ist der Götzendienst nicht falsch. Denn das ist übrigens auch das,
Das ist uns das, was auch die Götzendiener sagen. Die Götzendiener beispielsweise, Hindus etc., sagen beispielsweise, dass in ihren Götzen das Wesen Allahs konzentrierter ist und so rechtfertigen sie die Anbetung der Götzen. Bestimmte Götzenanbeter. Abendliche Adhkar wird nach Asr gemacht. Bruder Tahiyatu, schau dir mein Video an, wie man gebetet. Okay, liebe Geschwister, ein kurzes Video. Ich wünsche euch was. Genau, Wahdatul Wujud, der Schwachsinn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.